gute Informationen liefert Vikrisana. Bist du schon auf Vikrisana? Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format Naturmedizin. Ich habe hier ein Buch und ich habe jetzt gerade das Inhaltsverzeichnis aufgeschlagen. Da geht es darum, um Atmung, Bewegung, chronisch krank, Darm, Ernährung, Familie, Glaube, Herz, Imagination, jetzt, Klang und. Es geht das ganze Alphabet durch bis Z wie Zähne. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. In diesem Buch, was ein totales Nachschlagewerk ist für ganz, ganz viele Probleme, gibt es Ansätze zur ganzheitlichen Sichtweise Richtung Lösung. Also wo sind die Ursachen und wie behandelt man das? Für mich ein geniales Nachschlagewerk hier aus der Ganzheitsmedizin. Total das, was die QS24 als Fernsehsender in die Welt hinaustragen will. Aber dieses Buch hat eine Fachärztin erstellt, die viele Jahrzehnte als Ärztin unterwegs war und sich weitergebildet hat, immer auf der Suche, die beste Lösung für die Patienten zu bekommen. Und jetzt hat sie ein Buch geschrieben und darüber möchte mir heute reden mit dem Buchstabe J wie jetzt. Und jetzt ist sie auch da und nach dem Intro zeige ich es Ihnen. Bis gleich. Ja, da sind wir wieder und jetzt darf ich Ihnen meinen Gast auch zeigen. Jetzt Dr. Med. Antje Göttert. Herzlich willkommen, liebe Antje. Guten Tag, vielen Dank. Gerne. Mein Intro wird immer länger, aber was soll ich auch tun? Du hast ja diese dicke Schinken geschrieben, oder? Bitte, lassen wir uns mal in das Thema J eintauchen, weil das Thema J wie jetzt ist ein ganz wichtiger Punkt in der Medizin. Mhm. Aus deinen Erfahrungswerten heraus. Und da möchte ich dich bitten, die neuen Zuschauer ein bisschen neugierig zu machen, was sich unter diesem Buchstabe alles verbirgt, in diesem Buch verpackt. Mhm. Das Jetzt ist ja quasi die Aufforderung, dass wir im Jetzt sind, sozusagen, mit unserer Aufmerksamkeit, mit unserer Achtsamkeit und wahrnehmen, was in diesem Moment um uns herum passiert, was in diesem Moment um uns herum geschieht, wer uns gegenüber sitzt, wie derjenige gegenüber sitzt. Und als Ärztin ist das die Aufforderung, präsent zu sein, wirklich da zu sein und mit voller Aufmerksamkeit mich der Patientin, dem Patienten zuzuwenden, zuzuhören und wahrzunehmen, wer mir gegenüber sitzt. Und dann auch aufzunehmen, was von dort kommt. Einmal als Information gesprochen sozusagen, aber auch als Mimik, als Gestik, als wie sieht derjenige aus, wie schaut er. Wie sitzt er? Wie ist die Haltung? Und so weiter und so weiter. Scannst du mich gerade? Ja, zum Beispiel. Aha. Und oft genug sind wir mit unseren Gedanken ja sonst wo abgelenkt, noch bei irgendeinem Stress, den wir vielleicht vorher hatten. Und vielleicht auch irgendwelche bürokratischen Dinge, die wir da gerade erledigen mussten oder technische Probleme oder wie auch immer. Und indem wir uns klar machen, das Leben findet im Jetzt statt, dann sind wir da und präsent. Mit dem Buchstabe Jetzt habe ich mal ein ganz tolles Buch gelesen vor 20 Jahren vom Eckhart Tolle. Genau. Das muss man lesen, das ist Pflichtlektüre. Oder? Ich denke, das hat wahrscheinlich auch jeder Zuschauer schon gelesen. Das ist einfach total gut. Ich finde es einfach nur ganz verrückt, da habe ich mal gelesen kürzlich, wie viel Sorgen wir uns machen in der Zukunft und die meisten treffen gar nicht ein. Mhm. Aber wie viel Energie lassen wir da reinfließen? Ja. Ja. Und das ist ja nicht im Jetzt. Das ist, wir machen uns Sorgen irgendwann und das kommt nicht. Statt vielmehr im Jetzt zu leben. Jetzt. Das ist der einzige Moment, wo wir was beeinflussen können. Mhm. Ja. Aber wir machen das Leben in der Vergangenheit oder in der Zukunft, aber nicht im Jetzt. Mhm. Also sich Gedanken um die Zukunft zu machen, hat auch einen gewissen Wert. Mhm. Es ist nicht so, dass wir das gar nicht tun sollten. Wir können uns schon überlegen, okay, übermorgen habe ich die Handlung zu vollführen oder dieses Gespräch oder diese Begegnung und können uns einen Moment überlegen, okay, wie wird das sein, wie sollte ich mich darauf vorbereiten?
in dem Moment ist es schon auch sinnvoll, an die Zukunft zu denken. Aber das, was du eben angesprochen hast, sich permanent Sorgen zu machen, was alles sein könnte an negativen Dingen, an negativen Geschehnissen, ohne dass wir sicher sein können, dass das überhaupt eintrifft, da verschwenden wir Energie. Wertvolle Energie, die wir im Hier und Jetzt wunderbar gebrauchen können und die uns im Hier und Jetzt ja auch fehlt, wenn wir das dauernd in die Zukunft verschwenden, sage ich jetzt mal. Genauso Vergangenheit. Wir können natürlich ewig und drei Tage in die Vergangenheit reisen und uns überlegen, was wir da alles erlitten haben, wie schlecht es uns ging, wie schlecht wir behandelt worden sind und so weiter. Das macht auch Sinn in dem Moment, wo wir da etwas auflösen möchten, wo wir hinschauen möchten auf etwas, was uns immer noch belastet und immer noch blockiert, um es dann quasi aufzulösen und damit auch zu beenden, quasi diese Verbindung oder diese Verknüpfung. Da macht es Sinn. Oder indem wir uns, wenn es uns vielleicht gerade nicht so gut, an schöne Dinge erinnern, die in der Vergangenheit waren. Das macht schon auch Sinn. Also dann sind wir wieder in der Imagination. Ganz genau. Und unser Hirn nimmt diese Bilder und Gefühle als jetzt auf. Ja, Viktor Frankl hat da auch großen Wert drauf gelegt, dass das quasi diese, er nannte das die vollen Scheunen der Vergangenheit, dass wir da durchaus auch etwas Positives rausziehen können, es uns gut gehen lassen können, wenn wir Bilder, schöne Bilder, schöne Erinnerungen uns wachrufen, um quasi eine Freude daran zu haben, unsere Energie damit zu steigern. Eine Situation, in der wir gerade im Moment sind, wo es uns nicht gut geht, wo wir vielleicht krank sind, uns an schöne Dinge erinnern und dadurch eine Wandlung vollführen im Jetzt, dann macht das schon Sinn. Aber wenn wir jetzt ein Gespräch haben oder als Ärztin Patienten vor uns haben oder ein Gespräch haben mit unseren Freunden, dann macht das wenig Sinn, in der Zukunft oder in der Vergangenheit rumzuirren, sage ich jetzt mal, sondern ganz im Gegenteil. Dann sollten wir präsent sein, im Hier und Jetzt sein und volle Aufmerksamkeit und Hingabe an unser Gegenüber. Da bin ich auch immer ein bisschen am Üben. Man ist so schnell in einem Hamsterrad von Arbeit und Dinge, die man machen sollte. Und dann hat man einen Menschen da und gibt ihm gar nicht die Zeit, im Jetzt miteinander das Wichtigste, was es überhaupt gibt, eine Beziehung zu machen, zueinander zuzuhören, Achtsamkeit zu beleben, sondern ist schon wieder in der Arbeit, ich muss doch noch das Mail machen und die Texte schreiben und bla 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 und hin und her. Das ist schon ein Lebensübungsprojekt. Ja, das tatsächlich bedarf es da auch einer gewissen Übung. Jon Kabat-Zinn hat da ja auch ein Programm entwickelt, wo quasi über Meditation die Achtsamkeit geübt wird. Und man quasi überhaupt erstmal wieder zur Ruhe kommt, zu sich kommt, mit Hilfe der Atmung in die Entspannung kommt und aufhört, quasi da oben Rädchen um Rädchen drehen zu lassen und negative Gedanken zu wälzen. Und das ist natürlich sehr, sehr hilfreich. In dem Moment, wo wir das regelmäßig praktizieren und üben, nähren wir ja auch unser autonomes Nervensystem zu regulieren. Also das autonome Nervensystem ist quasi in uns und funktioniert funktioniert automatisch. Es besteht jetzt mal grob gesagt aus zwei Armen. Das eine ist der Sympathikus, das ist quasi der Gas gibt, der uns aktiv sein lässt. Und dem Parasympathikus, das ist der für Entspannung sorgt, für Ruhe und Regeneration. Und wir brauchen beide. Und oft genug ist es aber so, dass wir sehr, sehr viel im Stress sind im Alltag. Also sehr viel im Sympathikus sind. Und einige von uns haben den auch so bedient sozusagen, dass der überhaupt nicht mehr aufhört.
Sie sind dann quasi im Dauersympathikus, im Dauerstress. Sogar nachts, wenn Sie eigentlich regenerieren sollten, entgiften sollten, ruhen sollten, immer noch im Sympathikus. Und das hat auf jeden Fall Nachteile, wenn das auf Dauer so geht. Vorübergehend kann der Körper das kompensieren, aber wenn das länger Zeit besteht, dann leidet der Körper. Dann wird er auch irgendwann krank werden und ausbrennen sozusagen. Mhm. Insofern, wenn wir merken, dass wir im Dauerstress sind, in einem Dauerstress, der uns nicht mehr gut tut, dann ist es wichtig, die Bremse zu ziehen und zu sagen, stopp, so geht es auf Dauer eben nicht. Und dann helfen solche Übungen sehr. Atmungsübungen. Angefangen bei der Atmung, ganz genau. Das ist das Instrument, was wir immer bei uns haben. Und wenn wir im Stress sind, atmen wir ja schnell und flach. Mhm. Und da können wir ja, obwohl es ja ein autonomes System ist, aber wir können Einfluss nehmen, indem wir ganz bewusst langsam und tief atmen. Also uns wirklich die Zeit nehmen, uns hinsetzen, einen Augenblick uns zurücknehmen und auf unsere Atmung achten. Und das können wir jederzeit im Alltag einbauen und das sollten wir auch, wenn wir einen stressigen Job haben, eine stressige Aufgabe haben, zu uns einen Moment rausnehmen und das uns vergegenwärtigen. Und das können wir natürlich auch abends, wenn wir zur Ruhe kommen wollen, einbauen, dass wir die Atmung dazu benutzen, runterzukommen in den Parasympathikus. Ja, ja. Also wir hatten früher Messungen auch oft gemacht bei kranken Menschen, haben gesehen, dass die 13 bis 20 Mal atmen pro Minute. Mhm. Und haben aber auch gesehen, dass es unterhalb von 13, also so 7 bis 12 ungefähr, eigentlich der Bereich ist, wo der Parasympathikus sich entfalten kann. Mhm. Und Heilung ja nur möglich ist im Parasympathikus. Ganz genau, oder? Ganz genau. Ja. Und ist das nicht verrückt, dass das ganze Thema, was wir jetzt gerade nehmen, kein Thema ist in der Medizin? Ich weiß nicht, das sind irgendwie 15.000, 20.000 Liter Luft, die wir täglich atmen, irgendwie 150 bis 250 Liter Sauerstoff verbrennen pro Tag und das ist kein Thema. Das war auch ein Punkt, der mich... naja, nicht nur überrascht hat, sondern eigentlich fast wütend gemacht hat, dass ich das in meinem Studium nie gelernt habe. Mhm. Also da kam das nicht vor. Mhm. Oder ich habe es überhört, aber ich glaube nicht, dass ich es überhört habe. Ja. Ein so wichtiger Punkt, dass im Parasympathikus Heilung stattfindet und nirgendwo anders. Also das, beziehungsweise ein Stück weit heilen wir natürlich permanent. Der Körper ist ja sehr bemüht, immer wieder zu regenerieren und zu heilen. Aber die Kraft ist so viel größer im parasympathischen Zustand. Dafür sollten wir sorgen. Wir hatten dann noch Messungen gemacht, und zwar die sogenannte Sauerstoffverwertung angeschaut. Wir haben in der Luft 21% Sauerstoff und haben geschaut, wie viel verbrennt der Körper, wie viel Sauerstoff atmet er wieder raus. So kann man ja auch Mund-zu-Mund-Beatmung machen. Es ist immer noch was da. Genau. Und da haben wir gesehen, dass so ein Krebspatient meistens nur so etwa 2% Sauerstoff verbrennt. Mhm. Und dann haben wir so Sauerstoffübungen gemacht, Atmungsübungen oder IHHT, und hatten sehr schnell die Patienten dazu gebracht, dass sie 3, 4, 5% Verwertung haben. Und da muss man sich vorstellen, man hat einen Kamin und geht mit dem Blasbalg rein, ob ich jetzt 2% Sauerstoff oder 4 rein tue. Das Feuer ist was anderes. Und die Leute kommen plötzlich wieder die Treppe rauf, sie hatten wieder ein Leuchten im Gesicht. Also als ob die Selbstheilungskräfte aktiviert wurden über die Atmung. Genau. Ja, das finde ich faszinierend. Ja. In der Schweiz gibt es noch die Buteyko-Vereinigung. Atmungstherapeuten werden sogar von den Krankenkassen bezahlt. Mhm. Das ist doch cool. Ja, also wunderbar. Ich glaube, in Deutschland ist das nicht so. Ja. Gerade gestern hat mich jemand angeschrieben, Herr Glock, hafte Sie nicht, aber sagen Sie mir, was würden Sie machen, wenn Sie Krebs hätten? Und dann habe ich eine E-Mail gemacht, so 20 Punkte von den Dingen, die ich halt hier im Sender schon lernen durfte. Aber zu oberst stand die Psyche, ein Psychotherapeut und dann kam das Atmungstherapeut. Ja, ja. Ja, sind beides ganz, ganz wichtige Punkte. Mir ist in unserem Jetzt noch eine Geschichte eingefallen, die hat mir ein buddhistischer Lehrer erzählt im Februar dieses Jahres.
Und zwar ist es eine Zen-Geschichte. Mhm. Da hat jemand ging zu diesem Meister, der lebte an einem Haus am See, mhm, und hat ihn gefragt: Hey, lieber Meister, wie kann ich Erleuchtung bekommen? Und dann hat er gesagt: Ja, ganz einfach. Ich nehme meinen Teekrug, laufe durch den Wald durch, nehme die wunderbaren Geräusche wahr, die Vögel, den Wald, das Geräusch unter meinen Füßen, am See unten nehme ich den Krug, fülle ihn mit Wasser, genieße den Weg zurück, die Vögel pfeifen, setze das Wasser ob, warte, bis es heiß ist und dann trinke ich meinen Tee. Dann sagt der andere: Ja, aber Meister, alles gut und recht, aber wie kriegt man Erleuchtung? Ja, ich gehe mit dem Krug durch den Wald, gehe runter zum See. Und das fand ich so schön, die Geschichte, weil es zeigt eigentlich, du musst eigentlich nur im Jetzt lernen zu leben. Mhm. Die Gegenwart wahrzunehmen, mhm, und sie bewusst zu gestalten, ist ja die Königsklasse. Genau, und das, was du gerade beschrieben hast, ist ja auch mit allen Sinnen wahrzunehmen. Und das bedeutet natürlich auch, dass wir alle Sinne in gewissen Hinsicht auch schulen, bedienen, benutzen überhaupt. Und zwar im richtigen Sinne sozusagen. Mhm. Wenn wir stundenlang auf irgendwelche Bildschirme schauen, immer im gleichen Abstand, und unsere Augen quasi, ich möchte fast sagen, missbrauchen, indem wir immer nur geradeaus schauen und entweder sehr schnelle Abfolgen haben oder eigentlich langweilige Sachen da uns angucken müssen. Das ist eigentlich ein Missbrauch der Augen, sage ich jetzt mal. Wie schön wäre es, wenn da es möglich wäre, in der Mittagspause rauszugehen und in den Wald zu gehen und die Augen mit anderen Dingen zu konfrontieren oder ihnen andere Bilder zu schenken, mhm, und andere Abstände auch und, mhm, andere Weite auch und nicht nur dies. Ja. Und genauso das Gehör. Wir sollten darauf achten, was lassen wir da in unsere Ohren rein? Welche Qualität hat das? Welche Lautstärke hat das? Können wir überhaupt noch die Geräusche, die Töne, die Klänge der Natur wahrnehmen? Geben wir uns die Gelegenheit dazu. Und so geht es weiter mit dem Schmecken, mit dem Riechen. Also wir sollten schon darauf achten, dass wir unser Leben so einrichten, dass wir unsere Sinne tatsächlich auch benutzen. Und zwar vielfältig benutzen. Hm. Das führt auch, oder das ist hilfreich dafür, dass wir uns im Jetzt befinden. Hm. Und da hast du keine Sorgen in diesem Moment, da hast du keinen Augenblick, mhm, Achtsamkeit auf irgendeine Krankheit, sondern, mhm, du bist eigentlich eingebunden im Ganzen, in der, mhm, Natur und eigentlich schon auf einem guten Weg Richtung Genesung, weil du eine positive Imagination im Jetzt hast und es eigentlich dann dir gut tun loslässt. Ja, 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 wir sind ja Naturwesen sozusagen und keine Technikwesen in dem Sinne. Das heißt, in dem Moment, wo wir in die Natur gehen, wo wir natürliches Licht an uns ranlassen, an unsere Augen und an unsere Sinne, die Natur überhaupt aufnehmen, in dem Moment nähern wir uns, mhm, mit positiven Energien. Mhm. Und das sollten wir uns bewusst machen und auch nutzen. Mhm. Und unseren Kindern auch ermöglichen. Das fände ich wichtig, dass das zum Beispiel auch in den Schulen ein Thema ist. Dass es nicht nur darum geht, irgendwas zu lernen und jetzt auch noch mit allen möglichen technischen Apparaten Wissen da oben reinzubringen, sondern da geht es um einem gesunden, vitalen und auch erfolgreichen Leben, geht es um mehr. Es geht auch darum, dass wir uns erkennen, wer sind wir als Mensch, was brauchen wir als Mensch. Und diese Impulse uns auch dann geben. Also die Möglichkeiten schaffen für Natur zum Beispiel. Jeder Patient kann glücklich sein, wenn er zu dir kommt, weil er auf eine ganz andere Art und Weise abgeholt wird und die größte Hoffnung haben kann oder auch die Chance oder auch die Sicherheit wieder
gesund zu werden, wenn man eine Begleitperson hat, die so viel Wissen hat wie du. Weißt du, da geht mein Herz einfach auf. Jetzt rede ich mit einer Ärztin über Spiritualität und weil es einfach zusammengehört. Das ist so schön. Du hast mir in einer anderen Sendung noch, weil wir vom Atmen waren, vom verbundenen Atmen geredet und dass man da ja auch letztendlich bis zur Ekstase kommt. Wie funktioniert eigentlich diese Atmung, der verbundene Atmen? Also es ist so, dass man quasi zunächst einmal in einen Zustand der Entspannung kommt, also der Ruhe. Das passiert zum Beispiel in dem Moment, wo ich mich in Ruhe irgendwo hinbegebe, in eine schöne Atmosphäre und anfange, tief und langsam zu atmen erstmal und mich quasi vom Kopf auf, von meinem Verstand runteratme, sage ich jetzt mal, in mein Herz. Und in dem Moment, wo ich da bin, beginne ich dann verbunden zu atmen. Das heißt, ich atme relativ schnell ein und aus und ein und aus und ein und aus. Und das eine Stunde lang, sage ich jetzt mal. Wird es da nicht schwindelig? Ja, also jetzt als Medizinerin weiß ich ja, wenn ich hyperventiliere, so nennt man das, wenn man zu schnell atmet, dass man da in eine Tetanie, also in einen Krampfzustand kommt. Und als ich mich entschieden hatte, damals noch bei Stan Kroff und seiner Frau Brigitte Kroff war das als erstes, verbunden zu atmen nach Stan Kroff, da habe ich gedacht, puh, wie wird denn das sein, wenn ich jetzt hier hyperventiliere, kriege ich irgendwann die Pfötchenstellung und was ist denn dann? Aber ich hatte irgendwie, ich wusste ja, das wird seit Jahrzehnten gemacht und gedacht, wenn das seit Jahrzehnten erfolgreich gemacht wird, dann kann dir eigentlich gar nichts passieren. Das wird irgendwie gehen. Also ich hatte volles Vertrauen, dass das funktioniert und bei Stan Kroff, Brigitte Kroff, war es auch so, dass man quasi einen Sitter hatte. Man hat sich hingelegt, man hat diese verbundene Atmung gemacht bei lauter Musik. Also Stan Kroff hat laute Musik dabei. Und der Sitter hat sozusagen einen so ein bisschen betreut, sage ich mal. Ich kam tatsächlich irgendwann in diese Pfötchenstellung und mir wurde vorher gesagt, das geht vorüber, es geht wieder weg. Und ich hatte dann so ein bisschen Hilfe, dass mir quasi, das hatten wir vorher vereinbart, dass ich, wenn ich meine Hand gebe, sie so ein bisschen drückt. Und das hat funktioniert. Und ich bin quasi über das Atmen dann in einen anderen Bewusstseinszustand gekommen, den man einfach nur sehr, sehr lichtvoll beschreiben kann, sehr verbunden und voll im Hier und Jetzt sozusagen in dem Moment. Und zwar irgendwie alles andere hat gar nicht im Prinzip existiert. Man war voll in diesem Zustand, in diesem lichtvollen Zustand. Und nichts anderes war mir wichtig. Ich vermute, da werden auch ganz viele Hormone, Glückshormone, Endorphine ausgeschüttet in dieser Phase. Ja. Ich habe es mal anders versucht. Nicht das, ich habe mal nach Wim Hof versucht. Und dachte mir immer, ja gut, wenn du mal 2 Minuten ja nicht atmest, dann fällst du tot um. Das lernt man ja. 2 Minuten ohne Atmung vorbei. Ich habe das trainiert und nach etwa einer Stunde bist du in der Lage, bis zu 4 Minuten nicht zu atmen. Das gibt's doch gar nicht. Aber der erste Atemzug nach 4 Minuten, wenn das Hirn wieder mit Sauerstoff versorgt wird, da hörst du jede eine Mücke furzend, also Entschuldigung, du hörst alles, du bist in einem Raum drin, das ist ein Glücksgefühl, unbeschreiblich. Ja. Und da kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht auch so ist. Ja. Das hält vielleicht 1 Minute an oder so und da geht es vielleicht länger. Das habe ich auch gespürt bei Stan Kroff und ich habe ja jetzt das letzte Jahr im Prinzip bei Christina Kessler geatmet und da ist es etwas anders, da ist es im Prinzip ruhiger und nicht so spektakulär, sage ich jetzt mal, wie beim Holotropenatmen, hat mir aber auch sehr entsprochen, diese Art. Und auch dort wird verbunden geatmet eine Stunde,
aber mit verschiedenen Settings sozusagen. Das konnte sein liegend und mit Musik, das konnte aber auch sein sitzend, es konnte auch gehend sein mit offenen Augen. Wir haben auch eine Atmung am Meer gemacht, also da stand ich quasi im Wasser, schon am Ufer sozusagen. Oder beim Wandern, sage ich mal, beim Gehen geatmet, einen Berg hinauf. Und jedes Mal gab es andere Erfahrungen, andere Erlebnisse. Mhm. Und also das ist eine, wenn man sich darauf einlassen kann, eine große Transformation und eine Entwicklung, die ist einfach wunderbar, kann man nur so sagen. Man kommt wirklich zu sich selbst und spürt auch die Verbindung zu allem, was ist. Was ja auch so spannend ist innerhalb der Atmung, wir könnten den ganzen Körper entsäuern mit richtig guter Atmung. Mhm. Da hat mir mal eine Therapeutin erklärt, also wenn man zum Frühstück schon Pommes frites isst und am Nachmittag Hamburger, wenn man richtig atmen würde, kriegte man die ganze Säure aus dem Körper. Ja, ja, das ist fantastisch. Der Atem ist tatsächlich das einfachste Mittel, um den Säure-Basen-Haushalt zu regulieren. Aber jetzt muss man noch sehen, jede Krankheit kommt aus der Säure. Mhm. Und wir haben den größten Schatz, um der Krankheit entgegenzuwirken und nutzen ihn nicht. Mhm. Ja, also es ist ein fantastisches Mittel. Und dieses langsame und tiefe Atmen, wenn wir uns das bewusst machen, dann haben wir wirklich ein ganz, ganz wertvolles Werkzeug sozusagen immer dabei. Mhm. Und zurück zum Thema im Prinzip, immer ein Werkzeug, was uns auch wieder ins Hier und Jetzt bringt. Genau. Und raus aus dem Stress, raus aus dem Hamsterrad, wieder in den Moment bringt, um den es geht. Mhm. Das Leben findet im Jetzt statt. Nicht morgen und nicht gestern, sondern jetzt. Ganz genau. Ja, danke ganz herzlich. Dr. Med Antje Göttert war das für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Ärztin, die eben sich mit der Ganzheitsmedizin auseinandergesetzt hat und mit diesem Buchschatz das ganze Wissen zusammengetragen hat und einbuchstabiert worden jetzt. Das haben wir jetzt ein bisschen thematisiert und wir werden natürlich auch weitere Buchstaben thematisieren. Und wenn Ihnen diese Art der Sendung so auch gefällt und auch ins Herz geht, wie mir persönlich auch, dann schauen Sie in 3 Wochen wieder rein. Dann werde ich nämlich gerne die nächste Sendung mit unserem Gast produzieren, veröffentlichen und Ihnen zur Verfügung schenken. Und wenn Sie nicht warten können, dann gibt es nur ein Buch und nur eine Möglichkeit, Entschuldigung, letztendlich so ein Buch sich einfach in die Bibliothek, ins eigene Bücherregal zu stellen und immer, wenn Not am Mann oder Frau ist, einfach mal das Buch herausziehen, den richtigen Buchstaben zu öffnen und mal schauen, wie es eine ganz erfahrene Medizinerin sieht mit ihren jahrzehntealten Erfahrungen innerhalb der Ganzheitsmedizin, welche Aspekte wir für unseren Genesungsweg noch mit einbeziehen könnten. Ja, das war mir eine Freude, für Sie diese Sendung zu machen. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.